zurück auf dem Center Court der Zyprer gegen den Letten. 1:4 steht es bei 5 Teilnahmen, die die beiden schon gegeneinander ausgetragen haben. Bagdatis, der Zyprer mit dem ersten Aufschlag, kam gut ins Spiel. Es war ausgeglichen. Allerdings dann beim Spielstand von 3:3, 15:30 aus Sicht des aufschlagenden Markos Bagdatis. Und dann diese wunderbare Vorhand von Ernest Gulbis, der Lette, der ja auf dem Tennisplatz immer mal wieder für das ein oder andere Aufregende sorgt. Hier bei den Gary Weber Open Debütant, das erste Mal da. 2 Breakbälle für den Letten. Und hier lockt der Bagdatis mit dem Stopp ans Netz und der klebt an der Netzkante. Damit das erste Break in diesem Spiel. Ernest Gulbis geht 4:3 in Führung. Dieser schöne Stopp und der schnelle Markos Bagdatis ist zwar am Netz, aber er schafft es dann leider doch nicht, den Ball ins Spiel zurückzubringen. Folge daraus 4:5. 40-15, Satzball für Gulbis, den lässt er sich nicht nehmen, konzentriert bei der Arbeit. Und so gewinnt er dann auch letztendlich ein wenig zurecht diesen ersten Satz. Und wir können gleich auch in der Statistik nochmal sehen, die Aufschläge machen es natürlich bei ihm aus, immer sehr kraftvoll. Und somit schafft er es hier im ersten Satz schon mal 4 Asse zu einem. Und in dem ersten Satz die Fehler, die man hätte vermeiden können, ausgeglichen. 7:7, also die Aufschlagstärke hat sich bezahlt gemacht. Erstes Spiel, zweiter Satz. Markos Bagdatis kommt besser ins Spiel. Hier bei 40:0, glattes Aufschlagspiel zum 1:0. Ja, da muss man sich sammeln, wenn man den ersten Satz verloren hat. Die Nummer 40 gegen die Nummer 38. Der Lette ja mittlerweile auf Platz 38 der ATP-Weltrangliste geklettert. Liegt 1:0 hinten. Und so war das Spiel eigentlich ausgeglichen bis zum 4:3. Erstes Mal die Chance, das Break zu erzielen für den Zyprer. Und dann wieder einer dieser Aktionen. Ernest Gulbis völlig sauer mit sich selber und seinem Aufschlagspiel. Das Break war klar und was macht der Mann? Er geht hin und zertritt seinen Schläger. Das führte natürlich auch zu Unmut im Publikum. Pfiffe wurden laut und Ernest Gulbis beließ es nicht nur dabei, beklatschte nachher auch noch das Publikum. Markos Bagdatis, der konnte das gar nicht glauben, freut sich erstmal darüber, das Break geschafft zu haben. Der Schweiß wird abgewischt, dann guckt er nochmal rüber und schließt nur noch die Augen für diese Aktion hier. Hat eigentlich nichts mit Tennis zu tun. Er sollte sich lieber darauf konzentrieren, sein Spiel zu spielen. 5:3. Aufschlag Bagdatis. Der führt 40-15. Und mit dieser peitschenden Vorhand Longline holt er sich den Satzausgleich. 4:6, 6:3. Damit ist wieder alles offen für den Zyprer. 1,83 ist er groß. Und markant spielt natürlich immer mit einem Stirnband, mal in Weiß, heute mal in Gelb. Dann gucken wir mal auf die Statistik und stellen hier fest, 7:1. Das sind Fehler, die erzwungen waren. 10:5, die unerzwungenen Fehler. Und das war sicherlich ein großer Fehler, um die Gunst des Publikums zu erlangen. Er muss sich jetzt schnell wieder sammeln. Er muss in den dritten Satz zurückkommen und versuchen, sein Spiel wieder aufzunehmen. 1:1. Einstand. Aufschlag Gulbis. Lockt wieder mal mit einem wunderbaren Stopp. Bagdatis ans Netz und dann dieser Lob. Ja, Markos Bagdatis ist schon einer der ganz schnellen in der ATP. Aber da kam er dann auch nicht mehr dran. Und war mit sich und der Welt in diesem Moment auch etwas unzufrieden, wie man gleich sehen wird. Da läuft er noch, den Ball kriegt er nicht mehr. Und da muss der Ball dran glauben.
So wurde der Tennisball schnell mal zum Fußball. Aber das kann er auch. Vorteil für Gulbis. Dann im vierten Spiel. Breakball für den Letten. Bagdatis wird von links nach rechts gescheucht. Und da versucht er nochmal zurück zu löffeln. Keine Chance. Ein Break und er hat vielleicht schon im Kopf, Mann, warum passiert das ausgerechnet jetzt? Er hatte den Letten doch eigentlich schon wieder im Griff. Und jetzt das Break. Ja, er hatte sich wieder ein bisschen mehr auf sein Spiel konzentriert und zog dieses Break dann durch bis zum 5:3. Und dann mit voller Wucht ein Ass zum Sieg. Ja, einmal etwas unkonzentriert. Markus Bagdatis verliert dieses Spiel. Er hätte es genauso gut gewinnen können. Es wäre auch verdient gewesen. So kommt Ernest Gulbis in die zweite Runde. Glückwunsch zum Sieg und vielleicht lässt er das nächste Mal seinen Schläger ja heilen.